Hallo ihr lieben Tierfreunde, wir sind Sabine und Axel von der Kiezrettung Rheingau-Taunus. 2014 haben wir unseren Verein gegründet, weil es immer noch 100.000 Rehkitze in Deutschland gibt, die jedes Jahr gemäht werden. Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Rehkitze vor dem schrecklichen Mähtod zu bewahren. Die Rigge, das Muttertier, legt ihre Kitze ab Ende April bis in den Mai, Juni in die Wiesen ab. Nicht vielleicht, wie viele vermuten, im Wald oder im Raps oder in anderen Feldern, sondern ausschließlich in die Wiesen. Das Kitz hat in den ersten zwei Lebenswochen keinen Fluchtreflex. Bei Gefahr duckt es sich presst zu Boden und das wird ihm bei der Wiesenmaht zum Verhängnis. Das Mähwerk ist so niedrig eingestellt, dass, wenn es drüber fährt, das Kitz entweder verletzt oder sogar tötet. Und somit muss es einen qualvollen Tod sterben. Und genau aus diesem Grund gibt es die Kiezrettung Rheingau-Taunus, um genau das zu verhindern. Unser Verein ist in den Gebieten Untertaunus, Rheingau und Itzstein tätig. Der Jagdpächter bzw. der Landwirt fordert uns an und gibt uns den Termin bekannt, wann er mähen möchte. Dementsprechend koordinieren wir den Einsatz und geben den in die WhatsApp-Gruppen bekannt. Liebe Tierfreunde, zur Unterstützung der verschiedenen Vergrämungsmaßnahmen benötigen wir eure Hilfe. Ob es jetzt als Pilot, als Drohnenpilot ist, die wir auch selber schulen, selber ausbilden, oder ob ihr mit durch die Wiesen geht, die Scheuchen aufstellt oder die KR01 aufstellt. Wir benötigen eure Hilfe dazu. Und eins kann ich euch versprechen, es ist ein Naturerlebnis. Ob das morgens, mittags oder abends, je nachdem wann wir in den Wiesen sind, es ist einfach traumhaft schön. Man lernt hier die Gegend kennen und es ist immer wieder ein magischer Moment, wenn wir so ein kleines hilfloses Kitz in der Wiese finden und dieses kleine Wunder einfach beschützen und retten können. Und das gibt immer mehr Gänsehaut, also da wird es mir immer richtig wohlig warm ums Herz. Und ich freue mich, wenn ihr mitkommt und das mit uns erleben dürft. Wir stellen euch jetzt die verschiedenen Verfahren vor, die wir anwenden für die Vergrämung. Das erste wäre das Durchgehen durch die Wiesen. Das wird folgendermaßen durchgeführt. Und zwar stellen wir uns mit einer Menschenkette, das sind ungefähr zwischen 5 und 10 Helfer, an den Rand der Wiese auf. Das sieht dann so aus. Wir stellen uns hier in Armeslänge auf am Rand und gehen dann in Kette durch die Wiesen durch, um so einfach die Möglichkeit zu haben, die Kitze zu finden, die sich in der Wiese verbergen. Wir haben auch eine weitere Möglichkeit und das sind unsere Scheuchen. Wir setzen die Scheuchen im Abstand zwischen 30 und 40 Metern. Der Vorteil hierbei ist, dass wir nicht so viele Helfer benötigen. Wir stellen die abends vor der Maat, wir werden also angerufen vom Landwirt und stellen die abends vor der Maat in die Wiesen rein und holen die morgens, bevor der anfängt zu mähen, wieder raus. Die Scheuchen haben den Effekt, durch diese Rascheltüten, die wir oben an der Scheuche bzw. an dem Pfahl angebracht haben und durch den Wind bewegt werden, dieses Geräusch macht die Ricke natürlich dann auch unruhig und sieht, dass da Bewegung in der Wiese drin ist und das soll natürlich dann auch den Effekt bewirken, dass die Ricke ihr Kitz aus der Wiese herausholt. Dann haben wir die dritte Möglichkeit, ist unsere Drohne mit Wärmebildkamera. Die sehen wir hier. Mit der Drohne, wir haben also 8 Akkus. Mit einem Akku kann man ca. 20 Minuten über die Wiese fliegen. Und in einer Höhe von etwa 20, 25 Metern. Und wir fliegen morgens zwischen 5, 6 Uhr. Weil die Umgebungstemperatur dann noch kühl ist, kühler als das Rehkitz ist. 2 Personen ist das Drohnenteam und 2 Personen ist das Bergungsteam. Alle sind ausgerüstet mit Funkgeräten
Und das Bergungsteam hat zusätzlich auch noch einen Monitor. Jetzt möchten wir euch den KR01 vorstellen, den wir seit letztem Jahr mit im Einsatz haben. Der nennt sich auch Wildschreck und der arbeitet folgendermaßen. Ich mache das jetzt gerade mal an. Er gibt einen Ton ab in unregelmäßigen Abständen und auch noch einen Lichtreflex, der hier als blaues Licht zu sehen ist. Er wird hier an der Scheuche angebracht, den kann man oben gerade einhängen. Und wird mindestens 24 Stunden vor dem eigentlichen Mähen aufgestellt. Also das ist ganz wichtig, damit die Ricke auch genug Zeit hat, das Kitz aus der Wiese herauszuholen. Das Besondere daran ist, der Landwirt oder auch der Jagdpächter kann auch diese Geräte selbst aufstellen. Man braucht wenig Leute dazu, weil es eben ein Areal von 3 Hektar abdeckt. Und von daher sind wir froh, dass wir das mit im Einsatz haben, um auch kurzfristig dann auch nochmal eine Möglichkeit zu geben, ohne großen Aufwand die 24 Stunden vorher aufzustellen und auch alleine begehen zu können. Eine weitere Maßnahme, die wir ergreifen, um Kitze zu erspüren oder zu finden in der Wiese, ist der Wildretter. Das ist hier eine Teleskopstange, die ist 5 Meter lang und hat jeweils rechts und links 5 Wärmesensoren. Wir gehen mit dieser Stange durch die Wiesen und benötigen dazu 2 Helfer, einer rechts, einer links und derjenige, der trägt, also 3 Personen insgesamt. Und wenn sich ein Kitz in der Wiese befindet, wir laufen da gerade drüber, ich zeige das jetzt einfach mal, wenn ich hier meine Hand runterhalte, wird das angezeigt, dass hier auf der rechten Seite auf der 2. Position ein Kitz zu finden ist oder ein anderes Tier. Also eine Wärmequelle wird dadurch angezeigt.